Okay. Mann, das war ja ganz spannend eigentlich. Und hier gucken wir doch mal Das eben sind keine drauf. Sterne, an denen ich mich orientieren kann. Okay. Gut, wir können nicht draufschauen. So, wir sollen jetzt zum Portalbaum gehen. Das war ja unsere eigentliche Aufgabe, bevor wir auf einmal in dieses Spiel reingeschmissen worden sind. So, und jetzt lohnt es sich auf einmal doch, diese ganzen Tautropfen zu sammeln. Ich meine, 32 waren's. Das heißt, wir gucken auch noch mal kurz in den anderen Screen. Haben wir hier noch welche? Ne, hier waren wir schon. Was? Mal gucken jetzt, wie es hier so aussieht. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines. Ich kann. Ja, also nichts anderes, okay. Warum ist das hier alles Fragezeichen, Fragezeichen? Verstehe ich nicht. Oh, ich glaube, Konrad ist noch wach. Ich glaube, der schläft mit offenen Augen. Ja, jetzt können wir hier zu den Dokumenten. Aha. Ziemlich langweiliger Papierkram. Alt, aber langweilig. Was ist das? Aha, was haben wir da? Noch eine Karte. Yay, cool. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne Inventarspielmenü und klicke dann auf Bonussammlung. Yay. Cool. Können wir später auch nochmal reingucken? Ob da eine Maus drin ist? Na, da haben wir schon mal reingeguckt. Und jetzt hängt hier so ein Ein bisschen Zarow-Poster. Feuerholz, etwas Asche, aber sonst nichts Interessantes. Keine angekokelten mysteriösen Briefe oder irgendwelche geheimen Gegenstände. Schade. Okay. Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in Ihrer Nähe. Schon wieder Werbung für Zarow. Das ist hier seltsam, ja. Und Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Uhu. Ich glaube, der schläft. Das ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ich gehe einfach durchs Fenster. Ach so, ja, dann geh mal durchs Fenster. So, dann hier mal runter. Ist das alles Fragezeichen, Fragezeichen, weil es jetzt Nacht ist? Oh, was ist denn hier los? Party? Oder was? Fragen wir doch mal. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser, als eine Bank zu hobeln. Bretter, die die Welt bedeuten? Sieht aus wie ein Stillleben. Sieht aus wie ein Stillleben. Okay. Ich würde gern eine Quietscheente reinwerfen, um... Oh. Da wollte ich gar nicht draufklicken, ich wollte eigentlich hier mit ihm sprechen. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du was. Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Ja, das machen wir doch glatt mal. Also hier... Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helfe nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ja, ich mach ja schon. Irgendwie ist der, finde ich den süß, den Herrn Kirchenmaus. Oha, komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen.
Ja. In der Tat, es ist Magie. Bitte, bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Kann ich mir ihre Wassernuss mal ausleihen? Kann das ich mir ihre Wassernuss gut? mal ausleihen? Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus-Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Hey, Jerry. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Na, ich bin gespannt. Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße, oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht. Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry! Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier, nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Okay. Witzen, die hier beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, um die Wassernuss zu ersetzen. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Naja, machen wir mal lieber doch nicht nochmal. Mir fällt doch nichts ein. Wie läuft das Geschäft denn eigentlich so? Wie läuft das Geschäft? Bestens. Doch wenn ich auf der Kokospalminsel den wohlverdienten Ruhestand genieße, soll Junior keine Sorgen haben. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Da wird bestimmt bald die Kasse klingeln. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer, Okay, Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Was haben wir denn da auf dem Schild? Das ist wahrscheinlich der Käfer. Keine Sorge. Diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein. Wir hatten auch noch einen süßen... Leider. Junior hätte einen grünen... So, also okay, einen grünen Käfer suchen wir auch noch. Wir gehen mal kurz... Nochmal eben hier hoch. Vielleicht... Ach du Kacke. Was ist denn hier los? Das ist ja lustig. Hier geht gerade voll die Party ab mit einer Menge Leuten. Und wo sich doch gerade hier bestimmt einige der Entwickler zwischengesetzt haben, oder? Würde ich mal behaupten. Also ich kann es nicht genau bezeugen, aber ich würde es denken. So, mal gucken. Hey, 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 hey. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Was? Aber wieso denn nicht? Geschlossene Gesellschaft, klar. Schon mal was davon gehört? Nein. Was soll das sein?
Geschlossen heißt, dass hier niemand mitfeiern darf, der nicht eingeladen wurde. Ach so, oh, verstehe. Schade. Sag das doch einfach. Hm? Was feiert ihr denn so? Was feiert ihr denn? Na, Geburtstag. Was denn sonst? Du weißt ja gar nichts. Wird allerdings eine trübe Party ohne Torte. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Geht dich nichts an. Familienangelegenheit. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und feierst nicht mit? Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und feierst nicht mit? Weil ich hier warten muss. Worauf wartest du denn? Darauf, dass du dich endlich um deinen eigenen Kram scherst. Wann bringt Anja endlich diese vermaledeite Torte vorbei? Es gibt eine Torte auf eurer Party? Es gibt keine Torte auf eurer Party, stimmt's? Ja, stimmt, du kleiner Naseweiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält. Aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Aber das betrifft einzig und allein die Familie. Die Familie, ja. Okay, was haben wir da sonst noch so? Wo kommt das tolle Licht auf der Fete her? Wo kommt das tolle Licht auf eurer Fete her? Das kommt natürlich von den Glühnüssen, die die Familie des Nachtwächters in Handarbeit herstellt. Aber auch das geht dich nichts an, genau wie alles andere. Mann, der ist aber echt mürrisch, ey. Naja, dann feiert mal schön. Feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Okay, aber vielleicht können wir jetzt hier reingehen. Beziehungsweise mal die hübsche Blume betrachten. Wunderschön, wie sie das Mondlicht reflektiert. Oh, und die beiden sind ja süß. Kommen wir da denn vielleicht rein? Verschlossen. Scheinbar nicht. Wir gehen einfach mal wieder weiter und gucken mal. Geschlossen. Was sagst du noch? Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Okay. Dann gehen wir einmal hier lang. Ach, was macht er denn da? Also bei Nacht ist das hier einfach mal alles was komplett anderes. Irgendwie. Und was machst du hier, Plato? Da oh, was haben wir denn? Über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich. Gucken wir doch mal. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Da kommen wir aber leider nicht lang. So, da oben steht jetzt eine Wache. Was macht die da? Das ist ja spannend hier alles auf einmal. Also es sieht auf einmal alles ganz anders aus und... Hey! Irgendwie ist hier viel mehr los. Was machst du so weit weg von der Stadt? Du solltest dich nicht so weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab wieder einen Krähenangriff. Natürlich habe ich das gehört. Ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh, danke? Keine Ursache. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Aha, da arbeiten die Zwerge also gerade. In dem Schatten ihrer Lampe, das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Kann man mit denen sprechen? Mal gucken. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiten, dass du mir geholfen hast, was? Was? Nein. Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzeln ernten, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Ne, bäh. Sie sagen, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Keine Ursache. Bäh, bäh, pa. Keine Ursache. Sehr schön. Okay, also gibt es jetzt gar nicht so viel zu entdecken. Aber warte, Moment, halt. Wieder zurück. Steht der andere Knilch denn da immer noch? Hier? Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Hier wollte ich hin, genau. Ah, er ist weg. Also bei Nacht steht er eben nicht hier. Das ist ja interessant. So, wir wollten jetzt aber mal Richtung Mauswald... nein, Quatsch, nicht Richtung Mauswald. Wir wollten mal Richtung Dingenswummens gehen.
Richtung Portal bauen, wollte ich sagen, genau.